Hi, willkommen zu einer weiteren Folge Mass Effect 3. So. Wir betreten jetzt den Fahrstuhl, damit es direkt hier vernünftig weitergeht. Nehmen Sie jetzt den Fahrstuhl nach unten, dort wird Sie jemand. Na. Was ist los? Reaper? Sensoren zeigen Aktivität auf dem Gelände. Rasch, Commander, jemand wird Sie unten erwarten. Das gefällt mir nicht. Alle Exemplare korrekt erfasst, Sir. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Hey! Warden? Sehkraft nach wie vor einwandfrei. Überraschung verständlich. Hatte nicht damit gerechnet, wieder zu arbeiten. Er redet komisch. Ja. Proteaner, großartig. Zurück bei der STG? Sonderberater, wer könnte das sonst sein? Jemand anders hätte alles falsch gemacht. Habe Kroganerinnen geholfen, dem Erdnot-Clan Informationen übermittelt, politischen Druck zwecks Befreiung der Frau. Ja, erkläre alles später. Sicherheitswarnungen, nicht normal. Müssen zum Schutz der Kroganerinnen Planeten verlassen. Immunsystem der Frauen geschwächt. Nebenwirkung von Malens Heilmittel. Haben nicht überlebt. Das ist nicht gut. Ich dachte, wir hätten Malens Forschung gespeichert. Ja, Daten waren gespeichert, aber nicht vollständig. Zentrale Details zur Rekonstruktion des Heilmittels fehlen, aber dennoch nützlich für Synthese aus Lebendgewebe. Konnte sie nicht retten. Aber sie haben ihr Bestes getan, davon gehe ich aus. Ich bin sicher, sie haben alles getan, Morden. Kam zu spät, jetzt keine Verzögerung mehr. Eine Überlebende, immun gegen Genophage, kann Heilmittel aus ihrem Gewebe synthetisieren. Wie, doch eine Überlebende? Ja, letzte Hoffnung für Heilmittel. Falls sie stirbt, Genophage-Heilmittel, problematisch. Mag total, wie er redet. Bitte vorsichtig sein. Organa sind sehr misstrauisch. Commander Shepard von der Allianz Navy. Sind Sie hier, um mich zu töten? Nein. Das hätte keinen taktischen Nutzen. Danke, Jarvik. Und ich sitze hier, um sie nach Hause zu bringen. Weshalb? Was bin ich für sie? Was ist das denn für eine Antwort? Sie sind ein Verhandlungstrumpf. Warum so besorgt? Haben die Salarianer sie misshandelt? Das war meine Schwester, die sie da gesehen haben. Sie hat vor ihrem Tod sehr gelitten. Haben getan, was wir konnten. Und jetzt weiß ich, dass außer mir niemand mehr übrig ist. Das macht mich für viele ziemlich gefährlich. Was ist mit Ihnen, Commander Shepard? Warum sind Hat sie so eine komische Rüstung an? Sie sind die Zukunft der Spezies Krogana und dafür kämpfe ich. Dann haben Sie hoffentlich eine Armee dabei. Aktueller Statusbericht. Kommunikation nach draußen unmöglich. Wir sind abgeschnitten. Alle Daten sofort extern sichern. Was ist denn los? Wir haben mehrere Schiffe im Anflug. Oh, natürlich. Nur einer hat überlebt. Hier unten ist es vielleicht sicherer. Lassen Sie die Frau frei, wir gehen. Das geht nicht. Während einer Abregelung darf laut Protokoll kein Exemplar. Einspruch vermerkt. Jetzt bitte Freilassung der Kroganerin. Muss Tanküberwachung während der Quarantäneprozess durchläuft. Treffen beim nächsten Kontrollpunkt, Shepard. Cerberus ist wahrscheinlich gegen genophage Heilmittel.
Sie sehen T'Chanka wieder. Versprochen. Zum Fahrstuhl, Shepard. Ja, mach er schon. Irgendwas stimmt nicht mit dem Aufzug. Er reagiert nicht. Ja, und jetzt? Versuchen Sie es jetzt, Commander. Oh. Zurück! Gut, dass wir ein paar Upgrades haben. Gibt es noch einen anderen Ausgang? Auf der anderen Seite des Labors, ein Notausgang. Ich kann ihn von hier aus öffnen. Shepard, Cerberus-Truppen versuchen, die Frau zu finden. Quarantäne-Kontrollpunkt wird angegriffen. Beeilung! Ja, ich bin auf dem Weg. Ich habe das Shuttle genommen. Tun Sie alles, was nötig ist und bringen Sie die Frau rauf zum Landeplatz. Haltbeschuss für Position, hält der Quier. Sofort. Oh. Ich bin so gewohnt, nur Gegner zu treffen. Kann ich jetzt hier noch ein bisschen Sachen checken oder? Oh. Ja, ich bin noch auf dem Weg. Wir sind unterwegs. Wenn ein Timer wäre, würde ich mich tatsächlich beeilen, aber... Bitte sag jetzt... Okay, ich muss nicht gegen dich kämpfen. Vorsicht, da ist der nächste Shadow Broker. Ich bezweifle, dass Dr. Tassoni das witzig fände. Wie komme ich... Ah. Ja, der Witz war, weil der letzte Shadow Broker genau diese Spezies war. Und Liera, also Dr. Tassoni, jetzt gerade Shadow Brokers. Für alle, die den Witz nicht verstanden haben. Ich bin auf dem Weg. Schild hält. Aussage zum Zustand der Koganerin nicht möglich. Mir geht's gut, Commander. Oh, immerhin. Möglicher Maulwurf bei STG. Könnte indoktriniert sein. Zu wem? Bündnis Kogana-Turianer nicht zustande, fordert niemand die Reaper heraus. Wir fordern sie nicht nur heraus. Warum will Cerberus nicht, dass wir die Reaper besiegen? Oh, das ist schlecht. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich hin muss, aber wenn mir Gegner entgegenkommen, ist das ein gutes Zeichen. Alle Feinde am Boden. Cerberus scheint ziemlich gut motiviert zu sein. Das Ende eines Zyklus bedeutet immer den Beginn des Chaos. Okay. Drei. Könnte man sagen. Du opferst dich jetzt nicht. Wenn du dich opferst, dann bist du der Dümmste überhaupt. Salarianer und ihre Waffen. Los, Commander! Ich gebe Ihnen Deckung! Orion-Truppen, Sie haben Befehl, die Stellung zu halten und den Zugang zum nächsten Kontrollpunkt zu blockieren. Geschütz. Ja, dann nutzen wir erstmal der Kampfdrohne. Eine direkte Konfrontation dürfte schwierig werden. Ein Flankenmanöver wäre
Ja, hab ich doch. Gut, sie sind alle tot. Der nächste Kontrollpunkt müsste ganz in der Nähe sein. Wo war jetzt das Problem? Oh, da sollte ich nicht. Hä? Ach, da. Oh, ist nicht. Danke. Dr. Solis Theorie ist wahrscheinlich korrekt. Cerberus wurde über die Anwesenheit der Kroganer informiert. Ihre Reaktionszeit ist zu kurz. In jedem Krieg gibt's Verräter. Oh mein Gott. Ja, kümmern wir uns gleich drum. Ich gehe nach oben. Gehe ich tatsächlich? Lass mich raten, da sind auch Truppen. Ausgezeichnet, können uns durchbringen. Moment, noch ein Cerberus-Trupp. Machen Sie weiterhin Druck! Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau! Jawohl! Wie viele Checkpoints noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Ordner Drax noch. Er muss. Wir sehen uns dann oben. Oh. PN nochmal. Kampfdrohne. Okay, Eli geht auch einfach face first. Sympathisch. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Spezies 408, Baron, könnte eine neue Form der Biologie-Kriegsführung ermöglichen. Größer und intelligenter. Feinde neutralisiert. Verschwinden wir von hier. Genehmigung des Projekts wird empfohlen. Shepard! Wir sind fast wieder in der Landezone. Ja, danke, Edi. Das habe ich auch mir gedacht, aber danke. Ja, mach ich. Tank wird dann zur Landezone gebracht. Bringen Sie sie hier weg. Boah, was ist das für ein Leben für die Kroganerin? Also die kann sich ja nicht selbstständig bewegen. Die ist ja in irgendeinem... So oh nein, ich hasse diese Dinger. Oh, der sieht... stärker aus. Oh.
Oh ja. Ja, verstehe ich. Oh, scheiße. Oh. Halten Sie Abstand, ich kläre das. Kroganerin beschützen, Shepard, die ist ungeschützt. Ich brauche sofort panzerbrechende Munition. Ja, das kann man nicht in 2 Sekunden erledigen. Ist das überhaupt so schnell erledigt? Ich hab was. Kann ich? Ja. Okay, ja, da wollte ich absolut ruhig. Schön. Hey je. Kennen Sie, Alter, mal, ich habe das schneller besiegt, als ich sonst diese Dinger besiege. Also. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Warum? Ich hatte alles die ganze Zeit unter Kontrolle. Sie weg von hier. Oh, sie kann laufen. Da sind sie. Da sind sie. Los. Und sie kann auch schießen. Und sie ist pissig. Selbst aufpassen, Rex. Frauen. Was mache ich? Was ist meine Mission? Was macht Cerberus hier? Was wollen Sie? Ja, super. Sie hat ein bisschen Blut verloren. Wenn ich Krogana nach Palavan bringe, unterstützen mich die Turianer. Und was hat Cerberus damit zu tun? Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Es ist uns unbekannt. Müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Ja. Was ist mit dem Proteanergerät? Die Allianzforschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir es schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant, gewaltige Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Okay. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut, Hackett Ende. Oh, wir kriegen noch eine schöne Sequenz. Wo baut ihr denn das Gerät, sodass die Reaper das nicht mitbekommen? Ernsthaft, so weit seid ihr schon? Warum dieser skeptische Blick? Warum, Shepard, beantworte mir jetzt, warum immer dieses Augen zusammenkneifen? Das Heilmittel für den Rest ihrer Leute hat Zeit. Das war nicht der Deal. Aber Palavan braucht ihre Truppen jetzt. Es darf keine Verzögerung geben.
Wenn nicht jeder Kroganer das Heilmittel bekommt, gibt es kein Bündnis. Oh, Frex! Mordin, wie lange würde ein Heilmittel brauchen? Muss Basis-Antigen der Frau synthetisieren. Benötige dazu Gewebeprobe von gesundem kroganischen Mann. Steht vor ihm. Akzeptabel. Brauche sie für die Prozedur an Bord der Normandy. Hoffentlich ist das Essen jetzt besser. Okay, tun Sie Ihr Bestes, Mordin. Dann fangen Sie an und beeilen Sie sich. Wie immer, bin in Krankenstation, falls Gespräch gewünscht. Muss Tests an Eva durchführen. Eva? Es ist Eva. Richtiger Name der Frau unbekannt. Normandy, ein Schiff der Menschen. Mythologie der Menschen daher angemessen. Schlage Gespräch mit ihr vor. Neue Perspektive. Überraschend. Ist sonst noch irgendwas? Boah, wie pissig kann man das fragen? Eines Schiffs, zu dem unser Kontakt abgerissen ist. Details? Das bespreche ich lieber unter vier Augen. Die Probleme der Torianer sind nichts im Vergleich zu unseren. Die da wären? Einige meiner Männer werden vermisst. Den Rest besprechen wir besser woanders. Ich sehe Sie dann in der Einsatzzentrale. Gesprächsbereit. Okay. Schön. So. Wir haben noch etwas Zeit für 1-2 Gespräche. Oh, das ist aber nicht viel Unterstützung. 20? Eieiei. Okay, Primarch. Commander? Sie sagten, eins Ihrer Schiffe wird vermisst? Es ist abgestürzt. Das konnte ich vor dem Kroganer nicht sagen, weil es auf Tuchanka war. Was macht es auf Tuchanka? Der Reaper hat sie mittlerweile auf dem Planeten festgenagelt. Was machen Ihre Männer dort? Ja. Tut mir leid, aber das ist geheim. Oh, Leute, wie soll ich euch denn helfen, wenn ihr mir alles geheim haltet? Gerettet werden und ihre Mission erfüllen. Es ist eine Sache des galaktischen Friedens. Sag mir, was es ist. Ich tue, was ich kann. Ich weiß ihre Hilfe zu schätzen. Und ihr Verständnis. Warum habe ich Verständnis? Ja. Wie viele ihrer Männer sind auf Tuchanka abgestürzt? Ein Zug. Warum war ihre Mission eine Sache des galaktischen Friedens? Tut mir leid, Commander. Wie gesagt, streng geheim. Streng geheim. Wenn ich meinen Hintern dafür riskieren soll, will ich... Ja. Das kann ich nicht sagen. Bitte verstehen Sie das. Hä? Der Commander ist Lieutenant Tarquin Victus. Er ist Ihr Kontakt. Victus? Ja, den kennen wir. Mein Sohn. Ich brauchte jemanden, dem ich vertraue. Oh, Mann. Das war's. Natürlich, Commander. Warum mache ich das denn? Okay, und ich muss mit Rex noch. Der auch hier ist. Was für ein Showdown auf Sir Cash. Genau wie in alten Zeiten, Shepard. Und ich habe auch wieder ihren Hintern gerettet. Die Kugeln sind mir nur so um die Ohren geflogen. Dank meiner moralischen Unterstützung. Ah ja, genau. Ja, klar. Danke. Sie sagten, ein Trupp wird vermisst? Er erkundete das Rachni-Portal. Wegen Gerüchten, dass es dort Ärger gibt. Rachni? Das interessiert Sie, was? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Einen großen. Die können nicht zurück sein. Ich weiß nur, dass der Kontakt zu den Kundschaftern sofort abbrach. Kompanie Aralak, meine beste Einheit, steht bereit. Sie können sich vor Ort mit ihr treffen. Okay. Ich tue, was ich kann. Dann mal los, Shepard. Aber ist Shepard dumm? Ich habe ja die eine Rachni-Königin habe ich ja freigelassen. Und was? Die können nicht zurück sein. Doch, natürlich, hä? Nach der Heilung. Was tun Sie nach der Heilung der Genophage? Wenn die Reaper erledigt sind, werden die meisten Kroganer Rache an Turianern und Salarianern nehmen wollen. Aber das lasse ich... Okay, danke. Es bringt uns nicht weiter. Diesmal wird alles anders. Danke. Ja, das freut mich zu hören. Viele werden erleichtert sein, das zu hören. Die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Ja. Sie wissen, dass wir diesmal wahrscheinlich siegen. Aber der Krieg hat uns immer nur Leid gebracht. Der Wiederaufbau muss Vorrang haben. Okay.
Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Und Shepard? Mir gefällt, was Sie mit der Normandy gemacht haben. Ich hatte es satt, immer im Frachtraum rumzuhängen. Ich habe zwar kein Fenster wie Liara, aber es ist ein Fortschritt. Okay. Ich würde gern mit Ihnen losziehen, aber die Pflicht ruft. Wenn der Salarianer meine DNA für wichtig hält, was soll ich da sagen? Alles klar. So. Ich würde einmal mit all unseren Crewmates nochmal sprechen. Tuchanka ist jetzt aber auch viel los, hä? So, Info für Sie. Hallo Shepard. Ganz schön lange her. Freut mich, dass Sie von der Erde runtergekommen sind und dass Liara bei Ihnen ist. Von Ihrem alten Schiff runterzukommen war das Beste, was wir tun konnten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mir diese Kabine zum Hals raushing. Genau wie ständig über diese Drohne zu stolpern. Ich weiß nicht mal, wie sie mich in einem so großen Schiff finden konnte, obwohl ich ihr Suchsystem deaktiviert hatte. Ich habe einige interessante Informationen für Sie ausgegraben. Reden Sie mit Glyph, um die Daten zu sortieren. Hoffentlich helfen Sie Ihnen weiter, Shepard. Langsam wird's heftig da draußen. Farron. Das war der Assistent von Lyra. Bei der Shadowbroker-Mission. Von Major Kiraya ja, wie auch immer. Commander, es war ein Vergnügen, Sie auf Tsukesh wiederzusehen, auch wenn die Umstände alles andere als ideal waren. Anscheinend finden unsere Treffen immer nur bei galaktischen Bedrohungen statt. Auch gut, in diesem Zusammenhang wollte ich noch einmal wiederholen, dass die STG im Bedarfsfall zu Ihrer Verfügung steht, ungeachtet des politischen Klimas. Sie waren für uns da, als wir sie brauchten, und wir werden das mit Freuden auch für Sie tun. Viel Glück! Ja, das haben wir ja schon gesehen, dass mit 20 Einheiten dabei ist. Ah, von Allianz News Network, Informationspartner. Tessia, die Asari-Wissenschaftlerin Rana Zanoptis, ist in Haft gestorben. Sie hat anscheinend Selbstmord begangen, nachdem sie wegen des Mordes an mehreren Asari-Militärs festgenommen war. Oh, das ist nicht cool. Vor ihrem Tod, so berichteten Ermittler, sprach Zanoptis von Stimmen in ihrem Kopf. Ein klarer Hinweis auf ihre Indoktrination. Die Stimmen prophezeiten den Aufstieg der Asari und sagten Zanoptis, dass jeder, der die Reaper bekämpft, sterben muss. Zanoptis hatte vor mehreren Jahren für den ehemaligen Spectre Saren Aterius an einem streng geheimen Projekt gearbeitet und wurde dabei wahrscheinlich indoktriniert. Im Austausch für die Unterstützung bei der Erforschung von Reaper-Technologie wurde sie damals von der Asari-Regierung begnadigt. Zanoptis stand unter dem Verdacht, eine selbstgebaute Bombe in einem Forschungszentrum gelegt zu haben, bei deren Detonation 5 Asari-Militärs, die gerade eine Besichtigung durchführten, sowie 4 Zivilisten getötet wurden. Außerdem gab es 12 Verletzte und es entstand erheblicher Schaden an der Anlage. Den Ermittlern zufolge wird es keine Suche nach weiteren Verdächtigen geben. Keine Ahnung, wer das ist. Das können wir kurz in Erfahrung bringen. Okay, die habe ich wohl mal in Mass Effect 1 und 2 getroffen und okay. So wichtig war sie dann jetzt doch nicht. Also ist es nicht wert. So. Letzte Gespräche und dann beenden wir diese Folge. Hier ist niemand. Schade aber auch. So.
Hier ist immer noch niemand. Auch schade. Ich kann mir so ein Trauma gar nicht vorstellen. Sind Sie auch ganz sicher in Ordnung, Karen? Die Verschleppung durch die Kollektoren würde ich meinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Aber das liegt hinter mir. Es geht mir gut. Aber ich muss ständig an die Erde denken. Und an all die anderen von den Reapern besetzten Welten. Warum ist sie nicht in der Krankenstation? Mit den Bewohnern dieser vielen Welten. Während wir... Alles okay auf der Krankenstation? Ja. Mordin braucht nur etwas Platz, um mit Eva zu arbeiten. Ah. Er hat sie rausgeworfen? Oh nein. Ich hatte nur das Gefühl, im Weg zu stehen. Wenn ich gebraucht werde, gehe ich wieder hin. Alles klar. Hallo, Commander. Hallo. Okay. Ah, lalala. Einmal mit allen reden. Du. Also, Liara, verlassen Sie sich noch immer darauf, dass die Proteaner die Antworten auf alle Fragen liefern? Es wird funktionieren, Rex. Wir müssen nur mit dem Bau des Tegels fertig werden. Obgleich mich interessieren würde, wie Sie an diese Information gelangt sind. Das war nicht schwierig. Zum Glück halten Sie den Ort des Tegels geheimer als den Umstand, dass er existiert. Und Sie kümmern sich selbstverständlich um beides. Immerhin sind Sie berühmt für Ihre Diskretion. Meine Lippen sind versiegelt. Okay. Notizen über Proteaner. Ich weiß nicht, was ich von diesem Proteaner halten soll. Ich habe ihn angesprochen, als wir auf dem Weg in ein anderes System waren, aber er wollte anscheinend nicht reden. Das Wenige, das er gesagt hat, bezog sich auf die Reaper und unser mögliches Scheitern. Ist er nur ein Soldat, der um sein Volk traut, oder sind unsere Kulturen so grundlegend verschieden? Das ist eine gute Frage. E-Mail von Professor Tekischer an Dr. Odul. Kenne ich beide nicht. Ich habe jedes Nachschubdepot rund um den Tegel angerufen, um genügend reines Platin für das primäre Auslöse-Inlay zu finden. Unser Vorrat reichte nicht mal, um eine Kaffeemaschine zu beschichten. Eine Stunde später dockte ein Schiff mit 16 Tonnen Platin an, mit Empfehlungen vom Shadowbroker. Dann flog es wieder weg, um weitere Materialien für das Projekt zu beschaffen. Der Kapitän des Schiffs hat mir später in einer E-Mail geschrieben, dass der Broker sich auch weiterhin um unsere Bedürfnisse kümmert. Das ist zwar großartig, aber ich werde meinen Computer auf Wanzen checken. Okay, Lehra hilft, wo sie kann. So, und hier können wir jetzt was upgraden. Entweder mehr Munition oder mehr Schaden. Ich würde weiterhin für Munitionskapazität gehen. So. Lehra. Danke fürs Vorbeikommen. Gerne. Danke fürs Vorbeikommen. Danke fürs Vorbeikommen. Was eine spannende Konversation. Also, wow. Krass. Shepard, ich habe gehört, Kroganerinnen stehen auf Männer mit Narben. So sagt man. Ich habe ja auch ein paar. Hoffentlich plant niemand eine arrangierte Heirat, um dieses Gerücht zu untermauern. Obwohl ich zugeben muss, dass ich Eva bewundere. Mit der Genophage zu leben, muss eine unfassbare Qual gewesen sein. Und jetzt ist sie zu allem Überfluss auch noch die letzte Hoffnung ihres Volkes? Ein unglaublicher Druck. Ja. Für so etwas braucht man wirklich Mut. Hoffentlich können wir da mithalten. Ich nehme an, dass wir jetzt mit Cerberus im Krieg sind, was? Zuerst... Ich habe noch nie eine Kroganerin gesehen. Anscheinend sind Sie die eigentlichen Denker auf T'Chanka. Schön, dass Mordin noch lebt und so aktiv ist. Und immer noch neue Wege findet, um Ärger zu machen. Schön, Sie zu sehen. Okay, was für spannende Unterhaltung. Aber ich tippe jetzt mit Mordin und Eva, wie auch immer, haben wir... Kroganerinnen finden Narben attraktiv. Garrus ist loyal, einigermaßen intelligent, etwas aggressiv, fast wie ein Kroganer. Zum dritten Mal, Doktor. Ich bin nicht interessiert. Ah, Shepard, wir haben gerade... Oh. Alles in Ordnung? Es geht mir gut, Rex. Entspannen Sie sich. Man sollte immer vorsichtig sein und keinem salarianischen... Ach komm, Ordin ist so in Ordnung. Anders. Ja. Ach ja? Was ist das? Einfacher Bluttest.
Was für ein? Der Genophage beendet. Shepard, bitte. Ablenkung kontraproduktiv. Beeinträchtigt Entspannung der Patientin. Er ist vertrauenswürdig, Rex. Also ist er wirklich. Insiderquelle, Rex. Sie können ihm trauen. Salarianer haben komplexe Gedanken. Man weiß nie, ob sie einen nicht in eine Falle locken. Falle? Ivas Freilassung, mein Werk. Hätten sonst nie von ihrer Existenz erfahren. Vielleicht. Aber jetzt ist sie draußen. Wenn ihr was zustößt, werde ich es fühlen. Verstanden. Aber meine Patientin, meine Verantwortung, ihr Wohl hat Priorität. Werde nicht zulassen, dass jemand ihr schadet. Sie haben ja Eier, Doktor. Beschützen Sie sie. Unsere Frauen haben genug durchgemacht. Nicht vergessen, brauche noch Gewebeprobe. Ich komme wieder. Verbreitete Phobie, Angst vor Nadeln. Oder salarianischen Ärzten. Ich muss jetzt arbeiten. Bevorzuge Frauen der Spezies. Kann ich verstehen. Danke, dass Sie mein Leben gerettet haben, Commander. Ich dachte nicht, dass die Kroganer noch Verbündete in der Galaxie haben. Wir schulden ihnen viel, auch wenn die meisten das vergessen haben. Das ist entschuldbar. Unser Handeln hat Freundschaften nicht gerade gefördert. Das stimmt. Zur Freundschaft gehört auch, dass man seine Namen kennt. Leider kenne ich ihren nicht. Ich habe ihn an dem Tag abgelegt, als ich eine Schamanin des Frauenclans wurde. Ich gehöre jetzt meinen Schwestern. Okay. Aber vielleicht verrate ich ihn ihnen eines Tages, wenn das alles vorbei ist. Okay, ich werde jetzt einmal, glaube ich, alles fragen, damit, falls Fragen sind. Wenn es euch nicht interessiert, die Folge wird hier eh danach enden. Dann könnt ihr jetzt ausmachen. Die Kroganer haben weibliche Schamanen? Der Schmerz bringt Weisheit hervor. Und die Genophage hat uns sehr weise gemacht. Statt der Verzweiflung zu erliegen, haben einige von uns beschlossen, die alten Riten zu bewahren. Wir hüten unsere Kultur, unser Wissen, unsere Geheimnisse. Und wenn wieder Kinder unter uns leben, werden die Kroganer aufblühen. Wie wurden sie geweiht? Man wird 7 Tage in einer Höhle eingesperrt. Mit gerade genug Vorräten, um zu überleben. Am 8. Tag hungert man. Was beweist das? Entschlossenheit. Jeder Akolyt erhält eine Chance. Entweder gräbt er sich mit bloßen Händen durch den Fels, oder er stirbt. Und wie haben Sie überlebt? Wie haben Sie das überlebt? Ich habe zunächst in die falsche Richtung gegraben. Es war völlig dunkel. Nur mein eigener Herzschlag trieb mich voran. Und dann? Ich habe das hier gefunden. Ein einfacher Kristall. Aber er wurde zu meinem Meißel. Nehmen Sie ihn, Commander, damit er Sie in der dunkelsten Stunde daran erinnert, dass es immer einen Ausweg gibt. Okay, danke. Was halten Sie von Rex? Wenn er nicht gerade versucht, halb Tuchanka zu bespringen, ist er das Beste, was den Kroganern passieren konnte. Aber das sage ich ihm nicht. Sein Kopf ist schon groß genug. Buchstäblich. Ich mag weibliche Kroganerin. Rex will tief in seinem Herzen nur das Beste für uns. Auch wenn einige Clans das anders sehen. Warum sind die anderen Clans gegen Rex? Sie wollen doch auch eine bessere Zukunft. Zusammenarbeit liegt nicht in der Natur unserer Männer. Sie sind selbstsüchtig und wollen nur überleben. Rex ist anders. Er ist ein Mutant. Das können Sie ihm ruhig sagen. Naja, okay. Wenn Sie die Frage gestatten, wie war das mit der Genophage zu leben? Ich kannte Schwestern, die mit der Schande der Unfruchtbarkeit nicht leben konnten. Sie wanderten hinaus in die Ödnis und hofften darauf, dass ein Dreschlund sie tötet und ihre Qual beendet. Yay. Hatten Sie auch diesen Gedanken? Ja, nach meiner ersten Totgeburt. Was wird wohl anders sein, wenn die Genophage geheilt ist?
Unsere Spezies wird ihr Gleichgewicht wiederfinden. Die Frauen werden in Zukunft mitbestimmen. Wie in alter Zeit, bevor wir nur Spielzeug machthungriger Männer wurden. Die meisten wollen unbedingt jeden erschießen, der sie schräg ansieht. Was sollten sie sonst auch tun? Die Genophage hat sie zu herumwandernden Killern gemacht, die Ziele suchen, um ihre Existenz zu rechtfertigen, Ausreden, um Ehre zu erringen. Was hat sie vom Selbstmord abgehalten? Als mein Kind nicht atmete, hat mein Leben erst richtig begonnen. Die Genophage zwingt uns zur Hoffnung, denn es gibt nichts anderes. Wir haben keinen Grund zu leben, außer der Hoffnung, dass der nächste Tag eine Veränderung bringt. Und falls nicht, gibt es immer noch einen weiteren. Wie hat Mordin sie behandelt? Besser als die kroganischen Männer. Er ist kein typischer Salarianer. Nein, nein, nein. Organredundanz führt zu neuer Periode von Metaphase. Kann das nicht ändern. Beschädigung der Telomere, vorzeitiges Altern. So ist er. Aber ich spüre auch Schmerz in ihm. Er hat mir von seiner Arbeit an der Genophage erzählt. Ich sollte ihn für einen Feind halten. Aber ich glaube, meine Schwestern und ich haben etwas in ihm verändert. Asari Vorcha-Nachwuchs ist allergisch auf jedes Milchprodukt. Sein Ohr war es nicht. Wie sind Sie in Malins Experimente geraten? Die anderen Frauen und ich waren Freiwillige. Wir hatten gehört, dass Malin versuchte, die Genophage für den Verloc-Clan zu heilen. Sind das nicht Rivalen? Rivalitäten sind eine Erfindung der Männer. Unter ihrer Führung lag Tuchanka über 1000 Jahre lang in Ruinen. Es ist Zeit, dass wir Frauen unseren Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen und eine Zukunft schaffen. Malin war unsere beste Chance. Ich kenne Malins Labor. Ein Kerker. Seine Experimente waren grausam. Das haben wir zu spät erfahren. Er meinte es gut, aber seine Methoden wurden immer barbarischer. Irgendwann konnten wir fliehen. Dann fand uns ein Team der Salarianer und rettete uns das Leben. Wir waren sehr krank. Tut mir leid, dass sonst keine überlebt hat. Ich weiß. Kurn, die Jüngste, starb als Letztes. Aber sie wusste, dass sie ohne den Fluch in die Leere eingeht. Und sie wird lächeln, wenn sie auf die Kinder von Tuchanka herabblickt. Ihr Geist wird die Amme meines Erstgeborenen sein. Okay. Danke fürs Gespräch. Es war mir ein Vergnügen, Commander. Ich sehe mit Freuden, dass die Menschen ihre Frauen mit Respekt behandeln. Ihr Volk hat ihnen eine große Verantwortung aufgebürdet. Nicht mehr als ihr Volk ihnen. Dann können wir den Männern vielleicht zeigen, wie es gemacht wird. Ich mag sie. Okay. Gut. Und damit würde ich sagen, beende ich die Aufnahme und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Thank you.